Also, schauen wir mal rein. Und weil wir gerade über Haut gesprochen haben und gleich zu Frau Adler kommen. Frau Adler hat die interessante These, dass Leberflecken für die Haut gut sind, von denen du angeblich jede Menge hast. Ist das richtig? Ich bin immer noch sehr belebt. Meine Schwester, wenn sie mich ärgern wollte, hat früher mal angefangen zu zählen. Und ich war tatsächlich auch sehr, wie sagt man, hysterisch glatt. Also ich war am Strand immer mit Lichtschutzfaktor 100 und also am liebsten Neoprenanzug, um auch sicher zu gehen, dass nichts passiert. Also ein bisschen korrigieren muss ich schon. Leberflecken sind nicht gut für uns, aber ja. Es gibt zumindest einen Trost, wenn man sehr viele Leberflecken hat und lang braucht, um sie zu zählen. Man hat nämlich festgestellt, dass unser Erbgut hat so Schutzkappen und die werden bei jeder Zellteilung immer kleiner und abgenagt. Mhm. Und die mit vielen Leberflecken haben ganz große, lange, stabile Schutzkappen und das heißt, die halten auch lange und Menschen mit vielen Leberflecken altern deswegen länger, bleiben länger jung. Aber wir werden doch ständig zum Hautarzt geschickt, ja, zur Beobachtung dieser Leberflecken. Ja? Das ist ja auch nur die Trostgeschichte, weil natürlich müssen Sie regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge, einmal im Jahr als hellhäutiger Mensch. Und dann muss man auch jeden Einzelnen angucken. Und wenn er scheckig ist oder irgendwelchen anderen Kriterien entspricht, unregelmäßig zu dunkel, klar nimmt man ihn dann auch mal raus. Einfach aus Vorsichtsgründen, weil man weiß, die können entarten. Aber wird denn da ganz grundsätzlich, weil es ein Thema ist, das viele angeht, wird da zu viel geschnibbelt oder tendenziell eher zu wenig? Also eigentlich ist der Trend zu weniger Schnippeln. Mhm. Früher war man Schweizer Käse sehr schnell, genau, weil man komplett alles entfernt hat und lauter Narben und Löcher eben hatte. Mittlerweile nimmt man nur noch die sogenannten schwarzen Schafe raus. Also man guckt sich alle an und wenn alle so ein bisschen unruhig sind, dann sagt man, okay, ist eine Familie und nimmt dann nur noch die raus, die wirklich total anders sind. Ja. Dann ist es auch meistens ein Volltreffer. Man nennt das dann einen atypischen Leberfleck und wenn der dann weg ist, dann ist das Risiko für Hautkrebs auch schon wieder deutlich verringert. So, und ich habe gelesen in der Vorbereitung auf diese Sendung, die Deutschen geben mittlerweile über 13 Milliarden für Hautpflegemittel aus. Wie viel Prozent dieser ganzen angebotenen Produkte machen wirklich Sinn, bevor Herr Rossmann dann gleich sagt, wie viel er daran verdient? Bitte schauen Sie nicht so streng. Die Haut kann eigentlich alles selber. Sie stellen sich vor, in der Steinzeit hatten wir noch nicht Rossmanns und wir haben es trotzdem geschafft. Wir hatten nämlich, wie es auch eigentlich heute funktioniert, zwei Verfahren, um unsere Haut schön geschmeidig zu pflegen. Einmal hatten wir unsere Talgdrüsen, die wir immer noch haben und wir finden sie auch besonders prominent an der Nase. Viele Leute gucken denken, Sie mich nicht an, ich habe damit nichts zu tun. Nein, ich bin auch viel zu weit weg, Sie sind wunderbar. Weiß unser Bundestrainer das, wäre die große Frage. Ja? Also wir brauchen das eigentlich gar nicht. Ja? Wir brauchen unsere Talgdrüsen selbstverständlich und wir haben große Poren und Leute denken immer, das ist ein Mitesser und fangen da an rumzudrücken. Dabei sind das einfach nur unsere Cremetöpfchen auf der Nase, ganz kostenfrei. Und so eine schöne Creme gibt es nicht mal bei Ihnen, denn das kann die Natur besser als alles andere. Jedes Industrieprodukt kommt da nicht ran. Und dann haben wir noch einen zweiten Mechanismus, unsere Haut zu pflegen. Das sind unsere Oberhautfette. Und die haben wir auch überall. Und wenn wir dauernd waschen und peelen und alkoholische Tinkturen nehmen, dann entfernen wir diesen natürlichen Schutz. Und dann müssen wir natürlich wieder ein neues Produkt kaufen und wieder nachpflegen. Aber wenn ich dann immer so höre, es gibt ja so Kampfbegriffe da in diesem Bereich. Poren tief, rein und so. Ja, das mag ich gar nicht, weil die Poren, die sollen schön voll sein. Da ist auch so, da ist auch so ein Milieu. Da lebt es sich gemütlich, da gibt es Zellen, da gibt es Fett, da gibt es Keime und die schützen uns aber auch, die lieben Keime schützen uns auch vor den bösen Keimen. Also wir haben an unserem ganzen Körper, wir sind übersät von Bakterien und die sollen auch da sein und wenn wir die wegwaschen oder weil wir zum Beispiel Seifen benutzen, die so einen hohen pH haben, dann wird es denen zu alkalisch, die lieben es sauer. Also es muss so ein gewisses Milieu sein, damit die auf uns sein können. Wir haben auf uns und in uns übrigens so viele Bakterien wie sozusagen ein Vielfaches der Weltbevölkerung. Also das ist unglaublich. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja? Ganz genau. Also richtig viele. Wir bestehen zu 3/4 aus Fremdmaterial. Und wenn wir die dauernd zerstören, dann verlieren wir unsere Türsteher, die uns eben vor dem Eindringen von attackierenden Keimen schützen. Also nicht duschen. Das heißt, das nein, das wollte ich gerade wissen, wie oft also duschen. Finden Sie, ich hätte jetzt Körpergeruch? Nein. Ich bin nicht dicht genug dran, aber ich glaube nein. Also tatsächlich predige ich das nicht nur, sondern ich sehe viele Leute, die einfach zu viel machen und dann Hautkrankheiten haben. Besser wäre es, wenn man wirklich nur mit Wasser duschen würde und vielleicht. Nein, reden Sie nicht weiter, das kostet mich. Das kostet Ihnen ein Vermögen. Ein Vermögen. Ja, aber Sie können Ihr Sortiment ein bisschen anpassen auf das, was ich jetzt sage, weil wir können ja einen Kompromiss eingehen. In der Steinzeit, wo wir uns evolutiv immer noch befinden, wir haben uns da seitdem nicht verändert. Wir sind ja eigentlich erst vor 30 Sekunden auf die Welt gekommen. Wir sind dann einfach mal in den Fluss gesprungen oder in einen klaren See und das halt, wenn auch gerade einer da war und haben eben alles auf uns wachsen lassen, was da war. Heute sagen wir, okay, wir wollen nicht riechen, wir wollen nicht duften, wir wollen nicht stinken, also gucken wir doch, dass wir unsere schwitzigen Areale
behandeln. Und da könnte man eben eine saure Waschsubstanz nehmen, eine milde, eine ohne Farbstoffe, ohne Duftstoffe, ohne Konservierungsstoffe. Und das kann bei Ihnen stehen im Regal. Er hat ja schon duftende Müllsäcke. Also würde er noch nicht? Die gibt es bei Ihnen auch, diese wunderbar duftende Müllsäcke. Das Problem ist, dass die Duftstoffe wirklich eine reine Industrieerfindung sind. Und unser Körper kann damit nur Schaden nehmen. Ich habe ein gutes Gewissen, weil diese Pflegecremes bei uns alle sehr billig sind. Es gibt ja auch so ganz teure, die verkaufen andere Läden. Die bringen natürlich nichts, ne, ist ja klar. Aber Ihre günstigen... Ja, aber das fühlt mich also nicht sehr in den Testen kommen die gut weg. Ich kann doch hier nicht mit einer Hautärztin überhaupt Fragen diskutieren. Also so schnell kann ich mich gar nicht lächerlich machen. Aber lass es mir noch ein paar Cremes, die ich verkaufe. Aber diese ganz teuren Cremes, ja, bringt das was? Kolleginnen, Freundinnen, die wirklich ein Vermögen für diese Hautcremes bringen. Ja, das ist Quatsch, ist das. Und würden Sie da... Giovanni Di Lorenzo fragt nur für Freunde, nicht für sich, ne? Ja. Und... Ja, und würden Sie sagen, das ist komplett sinnlos? Es ist ein Spiel mit der Angst vor dem Tod, vor dem Altern. Wir wollen alle unsere Falten nicht haben, wir wollen sie wegcremen. Und es gibt dauernd wieder neue Cremes und Tinkturen und Behandlungsverfahren, die versprechen, diesmal klappt es aber wirklich. Ja. Und wenn du dafür nur genug Geld ausgibst, dann hast du Chancen, auch ewig schön und jung zu sein. Und eigentlich ist das wirklich die reine Lüge. Natürlich darf man sich pflegen, manche Leute haben ja auch wirklich Hautprobleme. Und dann darf man auch mal eine regenerative Creme nehmen. Sag ich doch. Aber eigentlich brauchen wir es nicht. Wir sollten uns lieber vor schädigenden Einflüssen aus der Umwelt besser schützen. Aber da können Sie Sonnencreme verkaufen. Mache ich auch. Ist so ein Tipp. Ja, tun Sie auch. Genau. Aber warum auch? Weil diese Stoffe, die da drin sind, die sind ja wahrscheinlich nicht schlecht für die Haut, aber die kommen gar nicht dahin, wo sie hin sollen? Oder ja, was wir haben ist das eine Problem? Fantastische Hautschutzbarriere, die ist richtig dick. Wir haben wie so ein Mauerwerk mit Mörtel und dann haben wir noch mehrere Schichten, dann haben wir noch eine Grenzmembran und da kommt wirklich nichts durch. Also wenn jemand Ihnen sagt, Mensch, da gibt es eine neue Botox-Creme zieht oder ganz so, schnell ein und so. Ja, super, und faltenfrei in Sekunden. Botox verkaufen wir nicht. Also, ja. Aber es gibt's nimmt ja alles so persönlich. Ja. Ist ja ein wichtiges Thema für mich. Die bleibt oben liegen und was eine Creme tatsächlich schaffen kann, die könnte Wasser ziehen. Ne? Wasser plustert uns auf und dann sieht man vielleicht für ein paar Stunden besser aus. Also wenn ich heute Abend hier knitterfrei sein will, dann mache ich mir heute Mittag eine wasserziehende Creme drauf und dann sehe ich viel jünger aus. Ich bin 80 und dank meiner man guten sieht Pflege sie nicht an. Sieht das man ist mir wahr. Nicht an. Ne? Ja. Ich bin 43. Aber ganz grundsätzlich, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dieses Riechen, ne? es riecht ja alles, alles duftet heutzutage. Ne? Ja. Und wir riechen ja gar nicht mehr nach uns selbst. Richtig. Aber das ist doch eigentlich evolutionär gewollt. Es ist doch notwendig, dass wir riechen. Wir haben Parfum in unseren, vor allem in unseren Körperfalten, um Duftmarketing zu betreiben. Also die Männer sitzen ja gerne mal so. Ne? Das ist nicht, weil sie so männlich sein wollen, sondern weil sie einfach Signale absenden, abdampfen. Bin ich einer für dich? Gefall ich dir? Also man guckt tatsächlich über den Geruch. Wir Frauen sind nicht besser. Wir machen dann so und wir streichen dabei nicht die Haare zurück, sondern eigentlich wollen wir hier beduften und bedampfen. Ehrlich? Ja. Also diese Bewegung sehe ich sehr oft, sehr muss ich offen, sagen. Ja. Wirklich. Sehr häufig. Das war ja. Ja. Aber das heißt, aber unsere Nase, das heißt, wir können sozusagen riechen, ob das ein guter... Ja, wir können das Immunsystem des anderen auch riechen. Wenn wir uns vermehren wollen, dann ist es wichtig, dass unsere Nachkommen ja gesund sind. Ja. Und das können wir über Duftsignale unbewusst über die Haut aufnehmen. Und das riechen wir immer noch, obwohl wir schon lange aus der Höhle draußen das sind. Das riechen ja? wir immer noch, ganz genau. Es gibt auch Studien, die das sagen. Also Männer setzen sich gerne auf Stühle, wo vorher Frauen gesessen haben, ohne dass sie es wissen und solche Sachen. Oder man riecht an T-Shirts und findet dann den passenden Typen. Das, also wird gut untersucht. Es ist halt leider so, dass wir uns ablenken, unsere Nase ablenken, indem wir ein duftendes Bodylotion nehmen, ein duftendes Deo, ein duftendes Parfum, ein duftendes Haarshampoo. Die Kleidung, die Wäsche duftet auch und das lenkt die Nase total ab. Und es könnte sein, also wir Frauen nehmen ja öfter mal auch die Pille, auch das verändert unsere Duftwahrnehmung. Und wenn wir dann beschließen, oh, jetzt will ich mal Kinder kriegen, dann setzen wir die Pille ab und dann können wir plötzlich unseren Partner nicht mehr riechen. Oder der uns nicht, weil wir natürlich auch anders riechen, wenn wir Hormone nehmen. Und das heißt, wir alle... Alle haben oder laufen Gefahr, einfach den falschen Partner deswegen zu haben, weil die alle nach irgendwas riechen, aber nicht nach sich selbst. Ja? Genau so ist es. Und ich finde, man sollte sich einfach nur daran erinnern. Bei der Erklärung, ja. Warum das alles immer so schwierig ist. Ja, absolut. Ja. Wenn Sie einfach mal daran denken, wenn Sie jemanden lieben und Sie sind, oder Sie haben Kinder und Sie riechen an dem Körper, an dem nicht parfümierten Körper des geliebten Menschen oder des geliebten Kindes, das ist so schön. Das ist Parfum. Oder? Haben Sie recht. Und das machen wir selber.
Verstehe, das ist toll. Das heißt, jetzt zum Abschluss muss ich doch noch mal die Frage stellen, letzte Frage, gibt es irgendetwas, was man in Drogeriemärkten sinnvollerweise doch kaufen müsste, könnte? Einfach nur, damit Herr Rossmann heute doch zum 70. ein gutes Gefühl hat. Müllsäcke mit Duft, ist doch Wahnsinn. Natürlich Bürsten und sowas. Herr Rossmann. Aber auch so Handtücher mit einem tollen Rubbeleffekt, um sozusagen einfach auch das Make-up ohne Seife, ohne alkoholische Tinkturen runterzurubbeln. Finde ich auch super. Oder gibt es bestimmt auch. Herr Rossmann, da tun sich ganz viele Möglichkeiten. Ich wollte jetzt noch einen lustigen Satz sagen, aber mir fällt keiner ein. Ja. Es tun sich aber ganz neue Möglichkeiten für Sie auf. Ne? Wahnsinn. Also Herr Rossmann, vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder und sprechen nochmal über Ihren aktuellen Umsatz dann, wie es so gelaufen ist im letzten Jahr. Würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall hat das großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich zunächst mal bei Yael Adler, die heute unser Gast war. Vielen Dank. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Ingmar Stadelmann. Vielen Dank, Ingmar. Demnächst bei den Kollegen von ProSieben und deutschlandweit auf Bühnen unterwegs. Humor vor. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der Stern-Chefredaktion, einer der besten politischen Erklärer, die wir haben. Und bei Giovanni Di Lorenzo, dem Zeit-Chefredakteur. Vielen Dank, Giovanni, das hat Spaß gemacht. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Mann, der heute und jetzt Geburtstag hat, bei Dirk Rossmann, 70 Jahre alt. Alles Gute. Bleiben Sie, wie Sie sind. Das hat Freude gemacht. Jetzt die Kollegin von Heute Plus und wir sind übermorgen wieder für Sie. Bis dahin. Danke schön.